Sie sind hier, 10. Oktober 2018, 21.11 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. Klaus-Dieter Wollitz hat mit Energie Cottbus eine Heimniederlage einstecken müssen. Urheberrecht Getty Images. Dank eines Traumstarts gelingt dem halleschen FC ein Sieg bei Rivale Energie Cottbus. Zudem müssen die Lausitzer noch einen Platzverweis hinnehmen. Drittligist Hallescher FC hat das Nachholspiel des 9. Spieltags beim Ostrivalen Energie Cottbus gewonnen und ist auf den 7. Tabellenplatz gesprungen. Das Team von Trainer Thorsten Ziegner setzte sich vor allem dank einer dominanten Anfangsphase mit 2:1, 2:1 durch. Die Tore für Halle erzielten Bentley Baxterbahn, 14. und Björn Jopek, 19. Maximilian Zimmer, 31. gelang der Anschlusstreffer für Cottbus, das die Partie nach einer roten Karte gegen José Junior Matuvila, 90.3 in Unterzahl beendete. Die Lausitzer bleiben nach der 5. Saisonniederlage auf dem 14. Platz. Cottbus trifft aus dem Nichts. Halle startete furios in das Spiel und bestimmte die ersten Minuten. Folglich ging das Ziegner-Team noch in der Anfangsviertelstunde in Führung, das zweite Tor folgte kurz darauf. Quasi aus dem Nichts gelang dem Team von Trainer Klaus-Dieter Wollitz der Anschlusstreffer. In der zweiten Hälfte hatte Cottbus gleich nach Wiederanpfiff die große Chance zum Ausgleich, doch Abdulkadir Beyazıt scheiterte. Trotz mehr als 8 Minuten Nachspielzeit gelang Energie nicht mehr der Ausgleich, von Sportinformationsdienst.